Können wir in den Headquarters noch was machen? Auf jeden Fall hauen wir die restlichen weißen Cubes hier rein. Und dann geht hier doch locker noch was, oder? Nochmal CPU. Hier auch nochmal CPU. Das ist doch ganz gut. Und dann packen wir hier nochmal den RAM hoch. Und dann braucht die Software hier nur noch knapp 6 Stunden. Gute Sache. Die schaffen wir ja heute noch. Also wenn wir das noch weiter hochleveln, schaffen wir das wahrscheinlich heute wirklich noch, aber... ich würde ganz gerne, glaube ich, einfach die Headquarters auch nochmal leveln. Das fände ich eigentlich ganz süß. Kann ich das machen? Was dauert eine Stunde 15? Das machen wir vermutlich eher... Wobei, die Headquarters brauche ich erstmal nicht, ne? Also jetzt nach dem Reset, wenn ich jetzt auf Tier 3 gehe, brauche ich das Headquarter einfach nicht. Und ich könnte auch Gems reinwerfen, das ist richtig, ja, komm. Hau raus. Hast du vielleicht ein paar Tipps? Bist gerade Easy Endless 220. Module upgraden, hauptsächlich Damage-Module. Und nicht auf Easy Endless laufen, sondern eher auf Normal oder auf die nächste Region rübergehen. So, das läuft jetzt erstmal, das ist okay. Beziehungsweise... Ach, wir haben inzwischen 4000 Gems, das ist voll gut. Gems kosten echt Geld? Nein, Gems kriegst du durchs Minen. Beziehungsweise durchs Ding. Das waren jetzt einfach mal 71 Gems, die hierbei rumgekommen sind. Also das kommt einfach hierher. So, hier können wir noch was reinstecken. Es tut mir ein bisschen leid um die ganzen Ressourcen, aber... So, jetzt dran denken, nicht die Hämmer zu kaufen. Aber ja, also die Ressourcen kriegen wir einfach niemals weg. Not gonna happen. Oh, wir könnten tatsächlich mal noch mehr Sachen... Nein, Moment, das sind die falschen Teile. Nicht das, was ich vorhatte. Ich dachte, ich kann mir vielleicht hier direkt irgendwie den Blueprint ziehen, aber nein, kann ich nicht. So, Stack Plates, Blueprints, Autofill. So, dann sind wir doch ein Stück weiter. Das reicht immer noch hinten und vorne nicht, aber das ist okay. Ja, im Zweifelsfall rippt die 4 Millionen Cubes hier, ne? Ist dann halt so, können wir... Oh, hier sind Sachen fertig. Voll gut. Aber müsste ich... Ach so. Ah, okay, das mit den Plans bezieht sich auf... verschiedene. I see. Ja, aber dann lass uns doch... War das sinnvoll? Wahrscheinlich nicht. Lass uns das so machen, dann haben wir hier größtenteils die Cubes ausgegeben. Und dann machen wir jetzt mal Nighttime und... Oh. Ach, die sind noch gar nicht... Okay, ich dachte, die wären schon fertig. Okay, wir machen mal Nighttime. Wir haben hier auf jeden Fall schon 3 verschiedene Pflanzen, das ist super. Das heißt, wir kommen dann am Ende auf jeden Fall auf 5 raus. Ich glaube, ich... Also ich bin mir nicht 100% sicher. Aber
Ah, okay, das sind auch die, die Goals hier sind, glaube ich, nicht die Werte hierfür, oder? Also 200 Pflanzen für Auto-Replant. Haben wir überhaupt 200 verschiedene? Wahrscheinlich nicht, ne? Das sind 4, 8 mal 2, 5, 80, 3. Es sind ungefähr 105 verschiedene Pflanzenarten, wenn ich mich gerade nicht verzählt habe. Also das hier bezieht sich auf die Gesamtzahl von Pflanzen. Steht ja auch hier oben. Ja, ja, oh Gott. Es ist einfach, weil man... Oh, es ist einfach so viel. Aber ja, hier oben steht auch, wie viele wir insgesamt geerntet haben. Und ja, alles klar. Okay, okay, okay. Got it. Gut. Das läuft. Bis auf die Tatsache, dass wir das hier oben vergessen haben zu gießen. Und jetzt den Rest gleich auch nochmal mitgießen können. Ich habe das natürlich exakt abgewartet, damit das jetzt schön einheitlich ist. Dann lassen wir das mal so. Und dann sind wir, glaube ich, good to go, oder? Das braucht halt noch, das ist okay. Das rattert fröhlich vor sich hin. Hier ist auch überall nichts Dramatisches. Können wir nochmal expanden, aber das, also das können wir halt jederzeit machen. Das ist egal, das bleibt ja alles. Ja, rip die Resources, aber sei es drum. Ich könnte halt die ganzen Erze eben nochmal konverten. Das wäre, also die ganzen Fragments. Und dann gucken, ob wir damit noch irgendwas reißen können. Im Workshop können wir halt auch locker noch irgendwas ausgeben. Haben wir nicht noch irgendein neues Modul gekriegt, was ich mir noch angucken wollte? Fire Taste wollte ich mir angucken. Deals additional damage of type fire based on a percentage of the total damage dealt. Damage of taste modules cannot be further amplified. Okay. Perfekt, dann haben wir hier auch richtig viel Cubes ausgegeben. Dann verlieren wir da gar nicht so viel. Und kriegen einfach mal 60% Schaden obendrauf. Wir haben auch noch Light Taste. Wollen wir einfach mal... Phoenix Bounce mal rausnehmen. Dann bei Gelegenheit und dafür Light Taste reinpacken. Sollte ja noch mehr Schaden machen. Wobei, das war jetzt richtig sinnlos. Das war richtig, richtig sinnlos. Wir verlieren ja die Modul-Upgrades auch. Ja gut. Das, okay, also ja. Schade. Whatever. Und nein, wir können gar nicht auf Tier 3, weil ich die... Warum hat denn eigentlich keiner gesagt, dass wir die Headquarters brauchen, um auf Tier 3 zu gehen? Außerdem kam gerade die Frage, wie hast du eigentlich in Click Heroes 2 gefunden? Die erste Woche ganz gut. Und dann haben sie leider beschlossen, nichts Sinnvolles mehr an dem Spiel zu machen und haben bei Clicker Heroes 2 leider auch nicht eingesehen, dass sie sich leider mit dem, was sie bislang gemacht haben, total verrannt haben. Ja gut, wenn wir jetzt mehr von den Teilen brauchen, um das hier zu beschleunigen, um überhaupt mal zu prestigen, dann können wir auch noch in die Mine gehen und hier Layer abgrasen. Oh man.
Okay. So, dann habe ich hier noch 10 Layer. Was brauchte man nochmal, um AI freizuschalten? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Reicht es da, die Headquarters auf einem bestimmten Tier zu haben? Oder spielte da noch was anderes mit rein? Ah, dann kriegen wir hier die Kosten vielleicht mal auf einen runter. Das finde ich relativ gut. AI gibt es bei T5. Oh, okay. Also insgesamt T5, nicht Factory, nicht Headquarters T5. Uff. Okay. Hey, wir haben die Kosten auf 1, sehr schön. Gute Sache. Dann machen wir jetzt das Ding noch leer. Füllen zwischendurch den Drill mal auf. AI braucht haufenweise T4-Module. Ah. Oh. In Clicker Heroes 2 steckt eine Menge nicht genutztes Potenzial. Das stimmt. Gebe ich dir vollkommen recht. Leider haben sie es in 2,5 Jahren Early Access nicht geschafft, auch nur ansatzweise aus dem Potenzial irgendwas rauszuholen. In dir steckt auch eine Menge nicht genutztes Potenzial. Ja gut, das können wir von uns allen sagen, glaube ich. Wobei, ich muss sagen, ich liefere hier gerade schon so Peak-Gameplay, ja? Also. So. Wir haben es immerhin von 300 auf 291 runtergekriegt. It is something. Lass mal irgendwas anderes Teures noch mitmachen. Lass mal hier anfangen. Die Cubes müssen ja irgendwie weg. Enter Meta Dimensions ist richtig gut, nur optisch nicht ansprechend. Ich habe da irgendwie nie den Draht zugefunden zu Enter Meta Dimensions, weiß ich nicht, hat mich irgendwie so gar nicht abgeholt. Ich kann dir aber auch nicht genau sagen, woran es lag. So, immerhin 5-mal Cost Reduction. Guck mal, das ist doch hier auch ein Schnapper. Nicht, dass wir das für die Arcade irgendwie bräuchten, aber es ist zumindest echt eine ganz gute Methode, hier Cubes für die Arcade rauszukriegen, ne? Und für die anderen Sachen. Anstatt die weißen Sachen zu konverten. Wobei wir in der Arcade, glaube ich, auch einfach mit 100 Cubes, das finde ich immer noch ein bisschen schwierig, aber ja, okay, wir brauchen auch überall schon irgendwie 1000 Cubes. Aber hey, wir haben immerhin 300. Wir könnten Perfect Space spielen, aber ich glaube, das stürzt immer ab. Wir probieren das gleich mal. Ich speichere nur gerade mal. Und wenn es abstürzt, ist okay. Weil es ist sowieso ein
kleiner Patch draußen und ich wollte eh das Spiel neu starten. Okay. Wie steuere ich das? Okay. Oh Gott. Ich kann aber auch nur nach links und rechts, nicht nach vorne. Auf R gibt's Upgrades. Natürlich gibt es das. Und E ist Dauerfeuer, das ist schon mal gut zu wissen. Hätte ich wahrscheinlich in der Hilfe nachlesen können. Danke für den Hinweis. Ein Minigame hat das Spiel auch noch. Eins? Eins? Das Spiel hat gefühlt 100 Minigames. Also wahrscheinlich sind es auch realistisch betrachtet mindestens 20 bis 30. Okay, ich will total Upgrades. Gib mir, achso, wo Skill Points, nicht da oben. Gib mir mehr Power, gib mir mehr Attack Speed, gib mir mehr Power und, nein, nicht Health Regen, dammit, na egal. Okay, das hat ganz schön HP gekostet. Es gibt einen Tower in diesem Spiel. Ich habe den auch schon lange nicht mehr gesehen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Die sind homing. Das ist ja... sehr spannend. Okay. Mehr Attack Speed, bitte. Ah, damit kann man doch was anfangen. Was kriege ich eigentlich dafür, wenn ich hier irgendwas erreiche? Okay, das lief jetzt relativ entspannt. Try to survive for 7 minutes. Ja, okay. Ja, hier steht auch einfach die Steuerung. Ich hätte sie auch einfach lesen können, es wäre so einfach gewesen. Aber okay. Kannst du mal die Factory erklären? Nein, kann ich nicht. Also, nein, kann ich ernsthaft nicht. Ich wünschte, ich könnte es, aber nein. Ich habe von der Factory selber super wenig Ahnung. Bedauerlicherweise. Magst du mal den Tower erklären? Nee, aber den Calculator, den kann ich erklären. Nicht. Ah, ich kann zeitverzögert, also okay, das muss ich bestimmt erst wieder irgendwo aufladen. Aber ich kann theoretisch dashen.
So, wir sind eben schon so bei ungefähr 1,5 Minuten. Und können locker nochmal Skillpunkte ausgeben. Gib mir mehr Power, gib mir auch mal ein bisschen mehr Movement Speed. Das ist okay. Ah, so viel besser. So viel besser. So, für alle Leute, die jetzt zuschalten, ja, das ist Perfect Tower 2. So. Dieses Spiel. Wie weit bist du beim Tower? Region 7, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich Region 1 schon auf Insane geschafft habe. Ich glaube nicht. Hydraten, ja, sofort, wenn ich hiermit fertig bin. Mach ich gleich. Ah, shit. Okay, wir kommen an den Punkt, wo wir mehr Health brauchen, glaube ich. Ein Movement Speed ist noch nicht verkehrt und mehr Power. Ah Gott, da geht Autofire aus. Das ist nicht geil. So, wir sind bei, oh Gott, 3 Minuten erst. Nicht mal die Hälfte. Ich sehe nicht, dass ich das 7 Minuten schaffe. Mit der Einstellung auf jeden Fall nicht. Okay, ja, die Spread Attack. Fair point. Hi, Valenor. Okay, die kommen, um zu bleiben. Die gehen nicht mehr weg. Ich verstehe. Das ist eine, ich schieße sie wirklich ab. Okay, da. Also war das jetzt zeitbedingt oder kommen da automatisch? Also wenn ich einen abschieße, kommt der nächste nach. Gute Sache oder auch nicht. Nein, ich wollte nicht darauf, weil hier wollte ich hin. Dann erstmal hydraten. Das ist erledigt. So, und dann haben wir 3 Skillpunkte. Mehr Power, mehr Attack Speed, mehr Maximum Health. Fett. Valenor, vielen, vielen Dank für den Sub. 2 Monate. Vielen, vielen Dank. Oh Gott, ich habe gerade keine Hand frei. Warte. So, kurz den Sub-Hype-Button gedrückt. Dankeschön. Okay, wir kommen. Also wir haben gar nicht so das Problem, wenn wir irgendwo rein crashen. Ich muss dann mal aus der Ecke rauskommen. Wir haben im Moment einigermaßen Hitpoints, das geht schon. Shit. Ich hätte nicht gedacht, dass die Projektile so viel Schaden machen. Aber okay, das waren ungefähr 5 Minuten. Gut. Gut, gut. So viel dazu. Nein, hier wollte ich nicht hin. Wie sieht's denn eigentlich hier mal aus? Bräuchten wir immer noch 12.000? Wir haben aber nur 6.000. Ja, dann gehen wir doch ein bisschen in die Mine. Wenn wir mehr Gems brauchen, gehen wir in die Mine. Es hilft ja nichts. Okay, das ist leer, dann. Oh, hier haben wir auch noch 5 Layer, gute Sache.
vor allem können wir dann hier mal das Ding wieder ein bisschen vollpumpen. Ich sollte meinen Kaffee nicht vergessen. Also nicht, dass ich ihn dringend bräuchte, aber schon ein bisschen Bock drauf. Vor allem habe ich jetzt auch wieder eine Hand frei. Kraftwerk, um Boost zu nutzen. Gute Idee. Könnte ich machen. Oh, warte mal. Dann gucken wir mal. Das sind jetzt 50 Minuten. Dann machen wir jetzt mal den Powerplant Boost rein. Abgesehen davon, dass wir hier wahrscheinlich locker... Oh ne, können wir gar nicht. Ich dachte, wir können vielleicht weitere Technology freischalten, aber nein. 100% power that shit up. Das sind immer noch 50 Minuten. Gut, da hat sich jetzt nicht viel dran getan. Schade eigentlich. Aber ein Versuch war es wert. Aber diese... Wait. Ah, stimmt. Die Zeit an sich geht schneller runter. Ach, crazy. Nee, ich muss den Regler nicht schieben. Also könnte ich machen, muss ich aber nicht. Okay. Oh wow. Also ich kann jetzt ein paar... Also ich, jetzt kann ich eh nicht mehr den Regler schieben. Jetzt hält der Bonus halt für 7 Minuten. Ich hätte ihn halt auch höher stellen... hätte ihn halt auch weiter nach links ziehen können. Nach rechts? Nee, nach rechts. Damit er kürzer geht, aber einen höheren Boost bringt. Aber es kommt letztendlich aufs Gleiche raus, oder? Also von der... In Häkchen Effizienz her ist es doch das Gleiche, ist nur die Frage, wie lange der Boost läuft. Man kann auch einzelne Gebäude aus dem Boost rausnehmen, man kann auch nur ein Gebäude boosten, genau. Das wäre wahrscheinlich sinnvoller gewesen. Aber ja, mache ich das nächste Mal vielleicht. Ich meine, ist nicht so, als würde uns hier langweilig werden, in den 6 Minuten, bis der Boost abgelaufen ist. Glaube, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Wir könnten auch im Zweifelsfall einfach mal einen Run mit dem Tower machen. Wäre auch einfach eine Möglichkeit. Aber ich... Kannst du dir eigentlich schon die Power Stones im Museum leisten? Ich glaube nicht. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht drauf geguckt. Wieder seit gestern. Muss ich gleich mal schauen. Ich werde mich echt zusammenreißen müssen, morgen halt wirklich sinnvolle Sachen zu machen und nicht wieder den halben Tag zu streamen. Uff. Ich hoffe wirklich, dass wenn man die... Was? Achso, du hoffst wirklich, dass man die Mine mit der AI automatisieren kann? Auf jeden Fall. Also laut Wiki kann man fast alles automatisieren. Und ich gehe stark davon aus, dass die Mine eine der... Das ist auch... Also das sollte mit das Simpelste sein eigentlich, um ehrlich zu sein. Was hatten wir noch angefangen? Alila hatten wir angefangen. Wie verrückt soll Perfect Tower 3 werden? Spoiler, in Wirklichkeit ist Perfect Tower 3 ein Minigame in Perfect Tower 2, wenn du im Laboratory in einem bestimmten Forschungsding das 72. Mal, das 73. Mal prestiged hast. So.
Rip Dark, deine Tipps sind, glaube ich, echt gut. Es würde mir extrem helfen, wenn du einen Satz einfach komplett ausformulierst. Oder einfach mal ein Satzzeichen setzt. Ist nicht böse gemeint. Ich habe nur einfach wirklich Probleme zu verstehen, was du meinst. Bei Gelb graben, gelben Würfel den Rest zu ab. Also bei Gelb graben, das habe ich verstanden. Den Rest nicht. Also ich soll mir wahrscheinlich hier Cubes machen, das habe ich verstanden, und dann im Powerplant irgendwas damit machen. Würde ich vermuten. Also soll ich bei Gelb graben oder soll ich nur gucken, ob ich hier Price Reduction kriege? Das weiß ich halt nicht. Nur schauen, weil du es eh nicht nutzt. Okay. Fairer Punkt eigentlich. Das kann ich auch tatsächlich bei den anderen Sachen machen, die ich nicht nutze. Und das sind einige. Okay, du meinst aber, ich soll tatsächlich graben und aus den Charts Würfel machen. Aber, also, jetzt lass mich mal ganz kurz gucken. Ich krieg halt viel mehr Shards raus, wenn ich die White Cubes hier einfach converte, glaube ich. Aber andererseits stört es auch nicht. Also nein, hier wollte ich nicht hin. Wir können das Powerplan doch einfach mal upgraden.